Hi Kids, hier sind wieder die Nicole. Hallo. Und der Matze aus der Kindertagesstätte Hand in Hand in Hemhofen. Und heute haben wir was vor. Da brauchen wir nicht nur eure Unterstützung, sondern die Unterstützung am besten von ganz Hemhofen. Also nehmt alle, eure Geschwister, eure Eltern, eure Oma und den Opa, wer auch immer euch einfällt, eure Nachbarn. Und dann macht ihr Folgendes. Ihr macht einen Abdruck von eurer Hand. Im Anschluss zeige ich euch auch ganz genau, wie das geht. Und zwar auf Papier eine Hand malen, ausmalen, gestalten, ausschneiden und zu uns in den Briefkasten bringen. Mit eurer Hand machen wir dann etwas ganz Besonderes. Wir werden eure Hand in Folie laminieren, damit wir die Hand auch außen aufhängen können. Und dann werden alle Hände an eine riesengroße Kette gehängt. Und damit wollen wir unseren Kindergarten gestalten. Und je nachdem, wie lang die Kette wird, je mehr natürlich mitmachen, desto länger wird die Kette. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen mit unserer Kette. Also das Beste wäre natürlich, wenn wir einmal ganz um den Kindergarten rumkämen. Das wäre cool. Aber dazu braucht man wirklich viele, viele Hände. Und da freuen wir uns schon drauf, die in unserem Briefkasten zu finden. Ihr müsst auch nicht euren Namen draufschreiben oder so. Hauptsache, sie ist schön bunt. Und ich würde sagen, wir legen los. Matze, ab in den Kindergarten. Ich zeige, wie das geht. Los an den Basteltisch. Auf geht's. So, los geht's. Ich zeige euch jetzt, wie ihr den Handabdruck machen könnt. Ihr braucht einfach ein weißes Blatt Papier, einen Bleistift. Ihr legt eure linke Hand, wenn ihr Rechtshänder seid, auf ein Blatt Papier und malt einfach einmal außen herum. So, jetzt machen wir die Hand noch zu. Dann könnt ihr sie gestalten. Ihr könnt entweder Wachsmalkreide nehmen, Buntstifte habt ihr bestimmt zu Hause oder sogar Filzstifte. Und dann gestaltet ihr eure Hand nach Herzenslust. Ich fange einfach mal an, ich nehme die Buntstifte und mal den ersten Finger aus. Wachsmalkreiden und mal den zweiten Finger aus. Ich nehme die Filzstifte. Da habe ich meinen Ring eingezeichnet. Den male ich auch. So. Jetzt brauche ich noch meinen Daumen. Da nehme ich auch noch mal einen Filzstift. Und noch meine Handfläche. Ah, lila habe ich schon. Nehme ich noch mal eine andere Farbe. Grün habe ich noch nicht. So. Eure Hand gestaltet ihr so, wie ihr möchtet. Wenn sie fertig ist, nehmt ihr eine Schere und schneidet sie aus.
einmal schön am Strich außen herum. Zeigefinger. Der Mittelfinger. Der Ringfinger. Und der kleine Finger. Fertig ist meine Hand. Okay, also jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Nähe an. Ihr nehmt ein weißes Blatt Papier, malt mit Bleistift eure Hand ab, indem ihr die Hand aufs Papier legt und mit dem Bleistift außen rumfahrt. Naja, und dann macht es einfach wie die Nicole. Ihr schnappt euch Stifte, ganz egal welche, Buntstifte, Wachsmalkreiden, Wassermalfarben, was immer ihr daheim habt und worauf ihr Lust habt, und malt eure Hand schön bunt aus. Es ist übrigens ganz euch überlassen, ob ihr auch die Rückseite von eurer Hand bunt ausmalen wollt oder ob ihr sie weiß lasst. Genauso könnt ihr euch überlegen, ob ihr den Namen draufschreibt oder nicht. Wenn ja, dann wissen wir, von wem sie ist, das freut uns auch. Und ansonsten werft sie uns einfach in den Briefkasten, damit wir sie weiterverarbeiten können. Wie das mit dem Laminieren funktioniert, das erklärt uns jetzt nochmal kurz die Nicole. So, eure fertige Hand, Vorder- und Rückseite bemalt, bringt ihr bitte zu uns in den Kindergarten und schmeißt es bei uns in den Briefkasten. Wir holen es aus dem Briefkasten raus. Und jetzt ist sie noch nicht wetterfest. Wenn wir sie so aufhängen, geht sie kaputt und man sieht euer schönes Kunstwerk gar nicht. Deswegen nehmen wir dann die Hand, packen sie in Laminierfolie und machen sie wetterfest. Fertig ist die Hand geschützt vor Regen, Sturm und Sonnenschein. Können wir jetzt eine Kette bilden aus den verschiedenen Händen. Ich freue mich schon. Los! So, Kids! Jetzt habt ihr gesehen, wie das funktioniert und wie wir uns das denken mit der Hand-in-Hand-Kette für unseren Kindergarten und für die Krippe. Ja, auf geht's. Sofort loslegen, eure Hand basteln und zu uns in den Kindergarten in den Briefkasten bringen. Und genau. Dann können wir loslegen. Und wie gesagt, so viel Hände, wie ihr auftreiben könnt. Wenn ihr von euch zwei Hände machen wollt, macht zwei Hände. Und ansonsten bittet die Mama und den Papa auch eine Hand auszumalen und auszuschneiden. Und eure Geschwister und die Großeltern, wer auch immer Lust hat. Und alle anderen, die jetzt kein Kindergartenkind sind, die Nachbarn, alle Hemhofner, alle drumherum, ganz egal wer. Hauptsache, ihr schickt uns eure Hände und wir können eine schöne Hand-in-Hand-Kette um unseren Kindergarten machen. Wir freuen uns auf eure Kunstwerke. Aber total. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.